Hallöchen, liebe Shisha-Freunde, wie ihr beide heute mal wieder einen neuen Tag für euch auf meinem Kanal. Wir rauchen in der Shisha AL028 mit so einem LED-Teil drunter. Kaminkopf, Tonkopf mit 3KF101 Kohlen und wir haben heute mal wieder einer der neuen 4er-Dreier-Sorten und zwar den Litch Blue. Genau, den Litch Blue. So sieht das ganze Ding aus. Ich sag mal, vom Namen sagt das schon alles, oder? Was könntet ihr euch jetzt darunter vorstellen? Das eigentlich finde ich eindeutig und zwar Litchi und Blaubeere. Blue ist für mich immer Blaubeere irgendwie oder so eine kühle Note. Und Litch, ja, ist einfach Litchi, sag ich mal. Da fehlt einfach das Doppel-E. Schnitttechnisch muss ich euch das Ganze eigentlich fast gar nicht mehr zeigen. Ihr wisst ja mittlerweile, wie er daher aussieht. Er daher sieht immer gleich aus. Finde ich auch super so, dass er wirklich ihren Schnitt beibehalten hat. Sich seit, weiß ich, Jahren nichts geändert. Ich sehe seit Jahren immer den gleichen Schnitt. Finde ich aber auch top so. Also das kann man immer mit gut bauen. So mittel- bis feinmäßig und vom Geruch. Klar, du riechst eine Litchi raus, aber das zweite kannst du fast nicht deuten. So eine leicht kühle Nose kommt so mit Note, kommt mit so in die Nase hoch. Also so eine leicht kühle, einfressende Note in die Nase. Also du hast so eine leichte Mentholnote. Aber eine Blaubeere würde ich jetzt nicht unbedingt rauskriegen. Ja, ist so... Ja, Litchi-Tabaksorten, finde ich, sind rar auf dem Markt. Ist auch so eine Sorte, die es nicht so oft gibt, Litchi. Ich kenne noch eine andere Litchi-Note oder Sorte von einem anderen Hersteller. Die habe ich aber nie vorgestellt, weil die war mir irgendwie zu lasch, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich es auch nie vorgestellt. War ewig lang angekündigt, so, dass ich den irgendwann mal vorstelle, aber habe ich deswegen nie vorgestellt. Ist ja auch egal, kommen wir mal zum Rauch und zum Geschmack und schauen wir mal, dass das Ding dort so kann. Euer Rauch ist in Ordnung, kann ich wieder nicht meckern. Von der Mentholnote hast du beim Einatmen hier hinten so eine leichte Kühle. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so sein wird, aber ich habe hier hinten genau im Rachen, nicht unten im Hals so und auch nicht vorne im Mund, sondern eigentlich nur im Rachen so eine leichte kühle Note, die auch nicht anstrengend ist, so, sondern merkst du auch eigentlich nur beim Einatmen. So eine leicht kühle mentholene Note, die so, ja, ist okay, ist so eine minimale Eisnote. Dazu kommt halt eine sehr leckere Litchi-Note, die ich halt kenne. Litchi hat man eigentlich schon mal gegessen. Entweder aus diesen Dosen, die es immer zu kaufen gibt, wo einfach Litchi fertig geschnitten drin ist. Das sind ja, glaube ich, diese weißen Teile mit diesem roten drin, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, noch schnell nachgeguckt. Also sind ja diese roten Kugeln, die so ein bisschen scharfkantig sind, also eine kleine Pika am Rand haben. Da drin ist was Weißes und da drin ist wieder was Rotes. Also kennt man, ist ja sowas Asiatisches, glaube ich. Und das hat man ja schon mal aus der Dose, hat das eigentlich schon mal jeder gegessen, beziehungsweise kriegt man die auch einzukaufen. Ich kenne die nur aus der Dose, also die... Nicht so ganz frischen, sage ich mal. Aber es schmeckt auch danach. Also es schmeckt wirklich so, wie so eine Litchi schmecken soll. Ne? Also wie diese Teile aus der Dose, meiner Meinung nach. Und so würde auch eine richtige Litchi schmecken. Eine frische, sage ich mal. Das meine ich mit richtig. Und dazu kommt halt so ein Beigeschmack, der halt an Blaubeere erinnert. Und dazu halt noch diese Eisnote. Ich denke mal, diese Eisnote kommt halt durch diese Blaubeere. Also Blaubeere hat keine Eisnote. Aber man hat bei dieser Blaubeere einfach noch eine Eisnote dazugegeben, so. Damit der Tabak nicht zu eintönig wird, deswegen halt auch Litchi Blaubeere, sonst wäre ja nur Litchi, wäre ein bisschen eintönig. Ich finde halt Litchi ist immer so was total Einfaches, so ein total einfacher Flavor. Nicht einfach in der Produktion, ich denke mal die Aromen dazu zusammenzukippen, ist schon ein bisschen schwerer, sonst würde es mehr Litchi Flavor geben. Ich meine jetzt einfach damit von dem Geschmacksvolumen, von wie es sein umhaut, so, also da finde ich Litchi halt sehr, sehr leicht. Und dazu kommt halt diese Blaubeere-Eisnote ganz gut, weil es nicht zu leicht und nicht zu eintönig wirkt. Ich muss aber sagen, so nur Litchi-Eis wäre bestimmt auch ganz geil. Also ohne die Blaubeere fände ich es wahrscheinlich noch geiler. Weil Blaubeere hat man einfach so oft geraucht. So. Ich mir einfach so denke, ja, Blaubeere. Aber es ist eine interessante Mischung, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut so. Gewählte Mischung, ich könnte mir jetzt auch Litchi mit nichts anderem vorstellen. Muss ich sagen, weil Litchi gesagt sehr, sehr leicht ist. Finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Ob ich ihn mir jetzt nochmal holen würde... Weiß ich nicht so. Litchi ist immer wieder sehr lecker, muss ich sagen, also wenn man es raucht. Aber
Ist auf jeden Fall interessant, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall interessant. Also Litchi Blaubeere gibt es, glaube ich, von Adaya bisher auch noch nicht. Also ist jetzt der erste Adaya-Tabak mit Litchi Blaubeere. Ist auf jeden Fall interessant für alle, die mal was Neues probieren würden. Auf jeden Fall was Interessantes für mich so. Sage ich jetzt, ich habe jetzt schon den dritten oder vierten Kopf, rauche ich damit. Ja, ist ein okay, also der Flavor ist in Ordnung, sage ich mal, aber es gibt geilere, muss ich ganz ehrlich sagen. Love 66 kann ich immer nur wieder sagen oder Tinky Winky sind geiler, aber es ist natürlich immer eine Geschmacksfrage, Freunde, es ist immer eine Geschmacksfrage. Ansonsten kann man mal probieren, würde ich sagen, holt euch auf jeden Fall mal Litchi Blaubeere, wenn ihr mal was Interessantes haben wollt. Und ansonsten, Freunde, wenn es euch gefallen hat, preislich natürlich 13,90 € für 200 Gramm, wisst ihr ja mittlerweile. Und ich wollte schon zum Ende kommen. Lasst einen Daumen nach oben da, checkt links noch, schreiben Sie uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch, liebe Shisha-Freunde.